So, hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. Im neuen Jahr, im Jahr 2017, der Dezember war ja eher rar, was neue Folgen angeht. Ja, für euch eigentlich nicht, weil es gab eigentlich neue Folgen von Lords of the Fallen, aber jetzt gibt es eine neue Aufnahmesession im neuen Jahr. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte dieses Spiel unbedingt noch beenden, bevor The Search rauskommt. Und ich würde sagen, habe ich hier alles erledigt an diesem Teil? Ich glaube ja. Was habe ich denn so an Fähigkeiten? Obdach, Miet. 353 Kröten habe ich. Und waffentechnisch, da habe ich glaube ich auch nicht viel gemacht, oder? Nein. Sortieren wollte ich das. Nein, das ist nicht sortieren. Was ist denn sortieren? Gewichttyp, Wert. Blutgier, Klauenfang, Moment. Blutrausch. Was brauchte ich dafür? Details. 22 Geschicklichkeit, und wie viel habe ich? 18, okay, da brauche ich noch 4 Level. Dann werden wir mal ein bisschen leveln, glaube ich. So, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Ich habe alles vergessen. War hier nicht irgendwo ein Schalter? Können wir mit Jedgar reden? Wir stehen an deiner Schuld. Hagen, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es her? Ich brauche den Ursprung. Was hat es mit diesem Buch der Ahnen überhaupt auf sich? Es ist das Einzige, was mir von meiner Familie bleibt. Und ich weiß, dass sie die Vision hatten, dass ich einen großen Schatz finde. Mal wieder dich da ranrutschen hier. Echt mal einen neuen Stuhl. Mal sehen, ob ich welche finden kann. Ja, es könnte nicht schaden, wenn du dich auch mal nützlich machst. Wenn ich wüsste, wo die herkommen, dann könnte ich die vielleicht übersetzen. Okay, dann gehen wir mal nochmal hier gucken. Ich weiß gar nicht, was ich letzte Folge gemacht habe. Ich, ist schon alles so Ewigkeiten her. Ich gehe mal nochmal hier rein. Ich muss ja sowieso die Tür, glaube ich, nochmal aufmachen. Ach, hier war ich noch gar nicht. Ich schaue einmal an. Okay, das hört schon mal gut an. Nichts mehr. Habe ich denn eigentlich die richtige Waffe angelegt? Ja, Blutrausch. Leider zu spät. Mal Heiltrank. Ja, das war es offensichtlich nicht.
das ist ja Heilfrank. Okay. Okay, haben wir das auch nochmal, die Grundkenntnisse nochmal gelernt. Hat der was hinterlassen, der Sack? Nein. Dann werde ich jetzt mal unten alles checken. Ich weiß gar nicht, wie weit ich in dem Spielstand war. Den Kriegerspielstand spiele ich ja im Stream auf Twitch. Da bin ich ja mittlerweile sogar schon weiter. Ordnung muss schließlich sein, erstmal alles kaputt machen. Später. Nein! Depp. Oh, Glück gehabt. Ich renne da jetzt einfach rüber. Scheiße, das geht gar nicht. Da muss ich wohl von hier irgendwo rüber. Ah, hier. Hier waren auch noch Gegner, oder? Ein Energiesplitter. Ich soll ja für Jetka irgendwas finden. Ich habe schon wieder vergessen, was ich finden soll. Geht's hier hinten weiter? Da ginge es tatsächlich weiter. Ich bleib erstmal hier, obwohl hier ist ja sowieso nichts mehr. Dann muss ich wohl darüber. Genau, die Pike, die findet man hier. Die war nicht so geil, oh. Das ist eigentlich eine Geschicklichkeitswaffe, die Pike. Eine Stärkewaffe, ja, kann man das sowieso vergessen. Schwerter sind für Sterbliche. Doch dieses Schwert, es ist etwas anderes. Wenn ich es nur mit diesen Runen erfülle, dann ist es ein Schwert für Götter. Es ging doch hier irgendwo noch mal weiter, wo ich dann... Ah. Hier war das nicht. Hier war das, oder?
sind schon ein bisschen stärker, die Typen. Da ist die uralte Tafel. Ich glaube, das ist das, was ich haben möchte. Ja, dann drücken wir hier mal den Schalter hier hin. Hier geht's ja nicht durch, da müssen wir erst durch die andere Tür. Was kenne ich ja alles schon? Oh, ich hab was gedroppt. Eine kleine Rune. Muss ich nur wieder den Ausgang finden. Warten wir. Kurz, aber völlig sinnlos. Hier. Hohoho, jetzt hat er wieder geklappt. Dann können wir gleich zur Jedgar gehen. Dann ist das, glaube ich, die Tafel, oder? Wir stehen in deiner Schuld. Hagin, das wirst du nicht glauben. Sieh mal, ich... Wo? Ich habe ein paar Steintafeln gefunden. Zeig her! Ja. Und jetzt? Energiesplitter und Magiesplitter habe ich dafür bekommen, oder was? Wir stehen in deiner Schuld. Hagin, sieh mal, ich habe diese Steintafel gefunden. Sie ist unvollständig, aber in der Sprache meines Buchs der Ahnen geschrieben. Wo kommt es... Ich hoffe, du gibst endlich Ruhe. Tja, ich hoffe, du stürzt auf dein Schwert und stirbst. Wie wär's damit? Offensichtlich mögen die beiden sich. Bin ich jetzt hergekommen? Da bin ich durchgegangen, oder? Dann geht es jetzt hier weiter. Eine elegante Rolle, die ich hier gemacht habe. Ach, hier sind die beiden Hundis. Und die zigtausend Truhen, die man nicht aufmachen kann. Weisheit, war das besser? Nein. Nein. Es ist wahrscheinlich leichter, aber... Das ist nicht gut. Ein Hund ist gestorben. Sack wieder hier. Hey, ich war schon lange weg. So, jetzt muss ich hier irgendwann mal gucken, dass ich das, dass ich die Hütte hier sauber mache. Da oben geht's hoch. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich noch mehr von diesen Steintafeln gefunden habe. Thank you.
Aber jetzt ist Jedgar doch weg, oder? Wenn ich das Tor aufmache. Die Truhe ist verschlossen. Genau, hier ist der östliche Raum. Hier kann man durchgehen. Nee, kann man nicht. Wahrscheinlich nicht von der anderen Seite. Oh, hi. Das war eigentlich anders geplant, aber... Die Tür ist verschlossen. Wie komme ich denn da hin? Das ist wahrscheinlich die letzte Tafel, aber wie komme ich da hin zu der Tafel? Das ist ja schon was, was mich beim letzten Mal so angekotzt hat. Von da drüben müsste ich hinkommen, aber wie komme ich denn da? Nee, von da drüben komme ich da auch nicht hin. Ob ich wohl später von oben drauf fallen muss? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da... auf das Ding drauf fahren muss. Wie komme ich denn da hin? Mal eben auf die schlaue Uhr gucken, was sagt die denn? Die schlaue Uhr sagt, es ist Zeit für einen Cut. Und das mache ich auch an dieser Stelle, glaube ich, währenddessen ich überlege, wie ich da hochkomme. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao!